Yo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu YouTubers Live. Wir wurden hier gerade von dem grünhaarigen Menschen angequatscht. Hey Chihiro, ich möchte ein Gameplay-Video machen, weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du ein Video machen und es hochladen? Yo, mach ich. So, sie. Er schickt dann ein Half-Life 2, die Half-Lie, Entschuldigung, kommt heute an. Finde ich ganz cool, wir können ja schon mal hingehen. So, jetzt kommt es nämlich an. Jetzt können wir das spielen. Neues Gaming-Video. Jo, dieses Empire Planet, das verkaufe ich jetzt mal eiskalt. So Half-Lie ist total unbeliebt, aber das ist mir jetzt egal, weil der eine Typ will das sehen und gibt uns, glaube ich, Geld dafür. Deswegen machen wir das. So, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt schon 9 Dinger hier. Also ihr seht hier so Glühbirnen zum Bearbeiten bekommen wir eine ganze Menge. So, du startest die Aufnahme. Wir machen erstmal eine coole Begrüßung. Finde ich auch ganz, ja, cool. So, Zeit bevor das Spiel startet. Ja, super. Machen wir ein lustiges Kommentar. Kommt immer gut. Oder auch nicht. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Jo. Fröhliche Äußerung. Yes. Das hat uns Bonuspunkte gegeben. So, sehr gut. Level up. Du hast einen Talentpunkt erhalten. Ja, ja, ich weiß. So, jetzt können wir das hier alles wieder aneinander basteln. Müssen wir auch irgendwie darauf achten, dass das, glaube ich, hier alles funktioniert. So, dann können wir jetzt schön rendern. Interesse geht sogar, muss ich sagen, ne? Nehmen wir sogar ein neues Ergebnis. Bekommen wir vielleicht ein bisschen Erfahrung. Jo. Wir können das Video übrigens auch verwerfen, wenn wir echt so ein total Kack-Video gemacht haben. So, jetzt wird es erstmal hochgeladen. Dann gehst du mal was essen. Auftrag Gameplay. Wir kriegen $20 dafür. Ich finde das geil, dass uns Leute ein Spiel geben und $20 und sagen, jo, lad das mal hoch. Läuft richtig. Ne? Also kann man nicht meckern. Ich finde diese Küche auch cool ohne Stühle. Also muss ich schon sagen. Wo die Mama schläft, keine Ahnung. Vielleicht im Bad, in der Dusche oder so. So, dann können wir ja schon mal schlafen. Dann kriegen wir nämlich noch so ein paar Glühbirnen. So, jetzt gehen wir mal arbeiten. Und zwar gehen wir Gärtnern oder so. Also ich finde, bei Mama kriegen wir ziemlich viel Geld. Das war zumindest das letzte Mal so. Anlässlich deiner ersten 100 Abonnenten möchten wir dich auf YouTube willkommen heißen. Oh, geil. Ja, cool. Und dir eine Geschenkkarte über $15 schenken, damit du ein wenig in Werbung investieren oder bei einem beliebigen Online-Shop einkaufen kannst. Oh, danke schön. Danke, dass du das Video hochgeladen hast. Ich werde es all meinen Freunden erzählen, wie gut du daran bist. Aber erstmal lache ich dich aus. Dankeschön, kein Problem. Wo wir schon dabei sind, wusstest du, dass in ein paar Wochen eine sehr wichtige Spielemesse startet? Du kannst dich dort mit anderen YouTubern treffen und etwas bekannter werden. Allerdings kostet das Ticket $100. Ich will mal Simoleon sagen, ich weiß nicht warum. Besorge dir das Geld und wir gehen zusammen hin. Jo, Sonderausgaben von Konsolen. Da werden wir dann mal gucken. Erstmal werden wir ein neues Gaming-Video aufnehmen. Und zwar werden wir Half-Lie, ist total unbeliebt, ne? Ja, egal. Wir verkaufen Half-Lie. So. Immer Geld machen, wo geht. Habe ich gelernt in diesem Spiel bisher. Wir müssen unser Regal ja nicht vollstopfen mit tausenden von Spielen. So, wir machen wieder eine coole Begrüßung. So, Ausschnitt. Ey, wir klatschen rein. Wir machen ernstes Kommentar. Okay, das war nicht so toll. Ups. Du hast ein Achievement bekommen. Wir schreien. Ich finde das immer toll, zu schreien. Finde ich immer gut. Schreien kommt immer gut an. Also finde ich ja nicht so, aber das Spiel anscheinend schon. Wählen wir die ganzen Sachen wieder aus. Rendern das. Wie sieht's aus? Interesse sinkt langsam ein bisschen, aber wir haben trotzdem hier zum Beispiel einen neuen Rekord. Spiel 89. Konsole. Auf jeden Fall laden wir das jetzt hoch. Das geht schon. Half-Lie Gameplay. Ja, das passt schon irgendwie.
Jetzt können wir uns hier die Karte nochmal angucken. Wir können einen Ratschlag geben. Finde ich auch sehr toll. Also total sinnvoll. So, freigeschaltete Inhalte. Neuer Talentpunkt. Maximale Glühbirnen. Nee, Glühlampen erhöht. Also wir uns können mehr Ideen kommen. So, erste Eindrücke. Nehme dein erstes Gameplay-Video auf und gebe deinen Zuschauern einen Vorgeschmack des Spiels. Jo, machen wir. Finde ich auch geil. Faul. Interviews, Hashtag Style. Ne, gibt es auch eine Menge. So, was haben wir hier? Das ist unsere, ja, unser Status. Finde ich auch cool. Bilanz, Einkommen. Wir haben 7 Dollar eingenommen bisher. Finde ich nicht schlecht, ne? Kontakte. Edison, Sonny, Michaela und Elijah oder Elijah oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir erstmal lernen. Weil unsere Mama tötet uns, wenn wir das nicht tun. Und diese Game World werden wir auf jeden Fall besuchen gehen. Die war nämlich ganz cool. Hör doch mal ständig auf, hier zu putzen. Wie wär's, wenn du dir ein Schlafzimmer baust? Jemand ist an der Tür und klingelt. Ein Follower bittet dich um deine Notizen. Oh ja, er bietet dir 50. Das machen wir. Dankeschön. Jetzt kann ich mir nämlich die Karte kaufen. Ticket kaufen. Dankeschön. Willst du dich unterhalten? Ja, okay, komm rein. Ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Hausarrest geben. Ich komme doch gerade vom Lernen. Also, dann gehe ich halt noch mal lernen. Wie nett. Sorry, wie gesagt, für meine Stimme. Ja, wie nett unsere Mutter immer ist, finde ich ja sehr toll. Ja, unser mega alter Fernseher noch, finde ich auch ganz geil. Aufgabe abgeschlossen. Jo, warum nicht? Wir werden jetzt aber nochmal ein League of Giants Gameplay machen. Wobei vielleicht eher nicht. So, wir gehen erstmal schlafen, damit wir so ein paar Glühbirnchen bekommen. Macht nämlich Sinn. So, willst du dich unterhalten? Ja, klar. Ich habe Geld bekommen. Kann man mal machen. So, genug. Ich will diese Beziehung nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Hä, du wolltest doch chatten, Kollege. Also, mal im Ernst. So eine Preview macht man übrigens nicht, wenn man schon Gameplay-Videos gemacht hat. Das kann ich euch auch sagen. So, dann setzen wir mal fort. Ich schenke mir mal ganz kurz was zu trinken ein. Weil durch Labern und irgendwie so eine halbe Erkältung oder was auch immer das ist, bekommt man voll den trockenen Hals. Ich starte die Aufnahme. Wir winken einfach mal. Yeah. Spielintro. Wir sind mal sarkastisch. Mal gucken, ob das ankommt. Ja, zumindest ist es nicht schlecht gewesen. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Ey, wir werden professionell dazu, oder? Ja, komm. Eine einfache Aufgabe. Ja, also das kann man so und so dann bewältigen. Ja, nur mal so als Info. Hier passt das zum Beispiel schon nicht mehr, ne? Da muss man hier irgendwie dann umfriemeln. So, jetzt rendern wir das Ganze wieder. Ja, Interesse sinkt schon. Wir brauchen echt mal ein neues Game. Aber wir haben hier voll die Abonnenten gekriegt. Weil das Spiel so beliebt ist anscheinend. Du stellst fest, dass der Ton in deinem zuletzt hochgeladenen Video an einer Stelle schlecht ist. Das fällt nicht sehr auf und es wird ziemlich viel kosten, Zeit kosten, das zu beheben. Was tust du? Das Problem beheben. Okay, oh nein. Ach, du ahnst es nicht. Geil, ey. Okay, ich hol mir das aus der Wand, ist kein Problem. Mach ich gerne. Jo, dann geh mal bitte schlafen. Ergebnis. Jo, das sieht doch gut aus, oder? Action Dell PC. So, so. Okay, den Angel ignorieren wir einfach. Dem Rest hat's ja gefallen. Ich erinnere mich jetzt. Als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich dazu, es umzugestalten. Hat auch nichts damit zu tun, dass wir in Level aufgestiegen sind. Gut, dann gehen wir mal am PC einkaufen. Jetzt sag nicht, sie ist zu müde dafür, dann. Okay, Idee, ne? Wollen wir Sachen kaufen? Machen wir aber nicht. Ich
bin nämlich ein bisschen geizig mit meinem Geld. Aufgabe abgeschlossen. Boah. Kennt ihr das, wenn man so richtig merkt, wie es schön kühl im Hals runterläuft? Richtig geil. Was, die macht ihr Bett? Sie ist ein Gamer. Was stimmt mit ihr nicht? Dann gehen wir nochmal lernen. So, wir brauchen dringend mal ein neues Spiel. Aber bis jetzt läuft's. Immerhin kriegen wir ein paar Dollar damit, ne? Ist ja nicht schlecht. So, wie weit ist unsere Lernanzeige? Vorbereitung für die Prüfung. Dann gehen wir nochmal lernen. So viel hintereinander lernen gehen, juhu. 14 Mal im Monat gelernt. Oder so. Hatte ich beim letzten Mal. Also, ich habe nicht mal 14 Mal in meinem ganzen Realschuldasein damals, glaube ich, gelernt. So, dann gehen wir doch nochmal arbeiten. Nee, gehen wir vielleicht nicht. Wir gehen erstmal ein Video machen. Immer neuen Content bringen. Immerhin scheint es beliebt zu sein. Ne? Kann man nicht meckern. Mono-Ausgabe. Ja. Wir sind schon bei Nummer 6 vom Gameplay her. Also in 2 Wochen oder so hier schon 1700 Abonnenten zu bekommen, ist echt nicht schlecht, ne? Also, wie auch immer man das schafft. Ladebildschirm mit Hinweisen. Sarkastischer Kommentar. Ja. Wir werden mal sarkastisch. Läuft doch. Du hast einen Kopfschuss während des Springens erhalten. Wir singen darüber. Ich finde, das macht Sinn. Darüber zu singen. Ladebildschirm. Werden wir doch mal lustig im Ladebildschirm. Vielleicht bringt das was. Naja. So, dann friemeln wir das wieder zusammen. Passt alles. Später kommen wir mit den Renderpunkten hier nicht mehr hin. Habe ich dann gemerkt. So, das Interesse sinkt langsam wirklich sehr. League of Giants. Aber das läuft hier so gut. Also ich verstehe das nicht, ne? Interesse sinkt, aber es läuft immer besser. Also, ja. Wir müssen dringend Sound- und Videobearbeitung irgendwie was machen. Wir haben neue Karten bekommen. Musikintro. Geil, machen wir. Wir haben nochmal neue Karten. Einfache Verabschiedung. Lustige Kritik. Und dann kommt hier so ein böser Smiley oder was. Tanzende Begrüßung. Also ich tanze auch immer, bevor ich ein Spiel aufnehme. So, Wohltätigkeitszwecke interessieren uns nicht. So, was sagt hier Lernfortschritt. Wir gehen erstmal lernen. Bis das hochgeladen ist, weil jetzt dauert das eh so lange mit dem Hochladen, dass man zwischendurch ganz getrost lernen gehen kann und arbeiten gehen kann. Ja. Ich krieg sogar Geld dafür, ist ja ganz cool. Wir gehen doch mal lernen. Bis das hier alles hochgeladen ist, passt schon. Und für jede gute Note gibt uns Mama anscheinend 50 Dollar. Warum auch nicht? Also ich werde nicht so schnell ausziehen. Ich gucke mal. So, ich werde nämlich jetzt erstmal schlafen. Es dauert ewig, bis es hochgeladen ist. Oh, 2 Minus-Kommentare. Ich kann nicht aufhören, mir das Video anzuschauen. Ich pinkel mir in die Hose, Johann. Gutes Video, schreckliche Idee. Ja, sorry. Nicht schlecht, aber es hätte besser sein können. Ist ja schon mal kein richtiges Hater-Kommentar, ne? Das ist ja einfach nur ein ehrliches Feedback. Das muss man ja schon mal sagen. Also, essen wir mal. Also, das letzte Mal habe ich hier voll viele Sachen geschenkt bekommen. Kommt unsere Mutter hier rein. Also, dass die Mutter reinkommt, verstehe ich ja noch. Aber dass irgendwelche Freunde hier ständig in unser Zimmer kommen, das verstehe ich nicht. So, wir gehen jetzt mal ein neues Spiel einkaufen. Ich glaube, wir können ja Previews jetzt machen. So, Hallöchen. Ich habe gehört, dass du gute Videos machst. Dell PC. Ja, das können wir machen. Broken Words. Gibt's das hier schon? 16. Januar. Das ist sehr beliebt. Dann brauchen wir das ja nicht zu kaufen. Oh, es tut mir leid, ey. Mein Hals stirbt hier. Ich werde es dir schicken. Super. Danke, Mama.
Du hast eine Menge in dieser Woche gelernt. Danke, Mama, danke. So, wir haben neue Karten erhalten. Einfache Verabschiedung. Warum immer so negative Sachen? Das ist sehr blöd. Öffnen. Super, dann können wir jetzt ja anfangen. Machen wir erstmal ein Preview. Sollen wir sogar machen. Cool. Huch. Preview. So, dann behalten wir die Konfiguration. Was anderes können wir eh nicht machen. So. Na, wir müssen später echt Konsolen kaufen. Eine coole Begrüßung. Ey, yo, Leute. So, Zusammenfassung des Spiels. Machen wir das doch mal lustig. Na, immerhin war es nicht schlecht. Hier haben wir das sogar so irgendwie vorgeschrieben, ne? Deswegen nehmen wir mal einen feierlichen Schrei. Da kriegen wir hier gleich mehr. So, Zeit bevor das Spiel startet. Machen wir ein sarkastisches Kommentar. Das hat diese zwei FX-Dinger hier. Und es ist zumindest nicht negativ gewesen. So, dann basteln wir das mal zusammen. Das passt alles. Wählen den ganzen Schmarrn hier aus, rendern das. Yo, Interesse bei 99, Leute. Zieht euch das rein. Also, wir kriegen hier in allem ein Level ab. Das hatte ich auch noch nicht. Ey, das ist Erfolg, Leute. Ich sag's euch. Gut, wir laden's hoch. Hoppla, es scheint, als würde der PC kaputt sein. Oh, es tut mir leid. Wie gesagt, Erkältung und so. Info. Reparieren. Jetzt kommt hier so ein Typi. Oh, das passt schon. Dann können wir nämlich lernen gehen in der Zeit. Oder auch nicht. Okay, wir können das Zimmer nicht verlassen, wenn der hier kommt. Okay, dann ist das halt so. Bewerben. Nein, ich will das Broken Words Preview bewerben. Es war repariert, also wollte ich mir einige neue Komponenten im Computerladen ansehen. Ich konnte einfach direkt einen Mausklick aufrüsten. Muss ich jetzt natürlich machen. Okay. Okay, dann können wir halt nichts machen. So, das Preview wird hochgeladen, also kein Stress. Wir gehen nochmal lernen in der Zeit. Jetzt kommt hier der nächste an, ey. Was ist denn das für einer? Er steht in meinem Zimmer, keine Ahnung wie viele Stunden, und wartet. Yo, was willst du von mir? Dass du das Video hochgeladen hast. Bitteschön, habe ich gern gemacht. Ins Kino. Ja, ich mag das echt nicht gerne, hier ins Kino zu gehen, muss ich sagen. Wir ziehen einfach mal so ein Ding hier an. Ist alles hässlich. Haben wir eine Kleiderordnung eigentlich? Schwarz. Okay. Bringt das was? Aktuelle Kleidung. Sehr interessant. Das bringt hier einen Pluspunkt, also warum nicht? Schmuck haben wir keinen. Dann gehen wir mal zum Event, oder? Wir sehen mega hässlich aus, aber ist kein Problem. Was sie hier für Füße haben. Ey, also so sehen meine Füße im Moment auch aus. Ne? Der eine Fuß wurde ja vom Auto angefahren, der andere ist umgeknickt. Übrigens, diese Filmmessen, ich finde die total sinnlos. Also, weiß ich nicht. Wir können jetzt zwar Leute kennenlernen, aber wir müssen irgendwie erstmal das Profil sehen. Musik, Partytier. Ja. Reden wir über Ruhm? Ich weiß es nicht. Du hältst dich für populär. Berühmt zu sein bedeutet nicht automatisch, dass man ein guter YouTuber ist. Zumindest nicht immer. Ja, das stimmt allerdings. Über Arrow. Ich weiß nicht, wer Arrow ist. Irgendwie der Weihnachtsmann oder sowas. Ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Ja. Über Filme. Wir sind ja extra hier, ne? Heute ist der schönste Tag meines Lebens. Y-Man läuft heute. Yo. Okay, Y-Man. Ist okay. Übers Ausgehen. Über Leute reden. Mir sind andere Leute egal. Mir geht es um mich und mir ist egal, was andere Leute denken. Ich bin nicht gesellig. Okay, ist mir recht. Über Videospiele. Er ist aber Musiker, ne?
Okay, dann halt nicht. Gehen wir mal hier lang. Ich finde das voll dämlich, hier mit Leuten zu reden. Also, weiß ich nicht. Was ich geil finde, für die Presse posieren. Und jetzt ist der gleich ein bisschen assi drauf. Genug posiert, dich kennt niemand. Ja, Entschuldigung. Dann können wir in den Saal gehen. Jo, und hier werden wir jetzt auch erstmal beenden für heute. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Aber wir können ja nebenbei mit irgendwelchen Leuten reden, das ist ganz cool. Ja, auf jeden Fall dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.